Roman, hoffentlich läuft das alles glatt. Smooth. Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat. Heute stelle ich euch den Smooth 4 vor. Das ist ein Drei-Achsen-Stabilisator für das Smartphone oder man kann auch sagen ein Gimbal. Und das ist ein cooles Teil. Schauen wir uns heute im Detail auch dann mal an. Das hier ist die Verpackung einmal von außen. So sieht sie aus. In dieser Verpackung haben wir diese Box hier drin. Das ist eine Styroporbox. Wenn wir die einmal flott öffnen, sehen wir, dass dort einmal der Gimbal hier seinen Platz findet. Den kann man hier gut reinlegen zum Transportieren. Und wir haben dort drin noch ein kleines Käbelchen USB-A auf USB-C zum Aufladen. Ja, und das kann man hier wunderbar alles reinpacken und dann mitnehmen. Stabil, sicher und fest. Ja, und da steht er schon. Das ist der Gimbal, um den es heute geht, der Smooth 4. Und ja, schauen wir uns das Ding mal an. Ihr seht schon, das ist ein relativ großes Teil. Deswegen bin ich heute vom Stativ weggekommen und habe hier die Handkamera in der Hand, denn der ist auch ja, ziemlich hoch. Wir haben einmal ein eigenes Stativ, ein Dreibein-Stativ. Das ist hier unten angeschraubt. Man kann es auch abschrauben, aber ich habe mich daran gewöhnt, das einfach immer dran zu lassen, denn das ist super praktisch. Dann kann man den Gimbal schön irgendwo hinstellen und wenn man ihn in die Hand nimmt, kann man es so einmal zusammenklappen und den hält man ja dann so und ja, ist ein bisschen länger unten, stört aber nicht wirklich. Man kann es aber wie gesagt auch ganz einfach hier abschrauben. Ein Standard-Stativ-Schraubverschluss ist hier unten dran. Stellen wir ihn mal wieder hin. Er hat einen guten und stabilen Stand. Wir haben hier eine Akkustandsanzeige in der Form von 4 LEDs. Eine Akkulaufzeit hat er hier von 12 Stunden, Freunde. 12 Stunden, das ist Wahnsinn. Da könnt ihr den ganzen Tag mit filmen. Hier haben wir einmal den Power-Button, 2 Sekunden halten zum Einschalten. Dann haben wir hier eine Menge an Bedienelementen. Dazu komme ich gleich noch. Und ganz skurril, hier so ein, ja, so ein Drehrad an der Seite. Das habe ich ja noch nie gesehen. Auch das ist eine Besonderheit von dem Gimbal. Gehen wir etwas weiter hoch, dann kommen hier die Motoren und die verschiedenen Achsen, wo hier stabilisiert wird. Und ihr seht, ich habe hier auch schon ein iPhone drin. Das ist mein iPhone 7, das ich hier eingespannt habe. Und auch hier beim Einspannen gibt es eine Besonderheit. Also das ist ja einfach nur mit einem, ja, mit so einem Zugmechanismus. Ne, zieht man hier ein bisschen auseinander und klemmt dann das Smartphone rein. Und ja, fertig ist die ganze Chose. Das ist ganz einfach dann hier zum Einsetzen. So funktioniert das. Dann kann man hier noch ein bisschen die Höhe vom Arm verstellen, damit auch alles gut austariert ist. Und hier haben wir, ihr seht es hier, diesen kleinen Mechanismus. Wenn ich hier mal losklippe, flupp, dann ist hier alles lose und der Gimbal hat sich auch direkt schon ausgerichtet und ist am Stabilisieren oder er hat hier schon stabilisiert, denn ich hatte ihn eingeschaltet, der war auf Standby. Also man kann ihn einschalten, dann greift hier die Stabilisierung. Wenn ich das jetzt mal nehme, seht ihr, dass hier die Bewegungen auch schon ausgeglichen werden. Und wenn ich jetzt nur ganz kurz mal irgendwie meine Aufnahme unterbrechen möchte, will den ganzen Gimbal aber nicht ausschalten, damit die Bluetooth-Verbindung zum Gerät nicht unterbrochen wird, dann kann ich ihn einfach hier so runternehmen, raste ihn hier ein. Und dann ist die Stabilisierung ausgeschaltet. Ja, also ich kann jetzt hier frei bewegen, da ist gar kein Widerstand von den Motoren. Und sobald ich wieder hier löse, flupp, dann ist alles wieder ausgerichtet und ich kann direkt weiterdrehen und hier die Stabilisierung, die ist sofort aktiv. Also eine coole Standby-Funktion. So, stelle ich mal gerade. So, auch das geht ganz hervorragend. Ich schalte jetzt hier mal kurz das iPhone ein. Das Ganze wird natürlich bedient mit einer separaten App, die man sich kostenlos herunterlädt. Das ist die, lasst mich mal schauen, die hier, die ZY Play App. Dann schaltet man hier einfach ein. Bluetooth muss aktiviert sein auf eurem Gerät. Und dann habt ihr hier das Live-Bild und könnt dann auch alles hier steuern mit, ja, mit dem Smartphone und hier mit den ganzen Bedienelementen, die hier dran stecken. Und ich sag's euch, Freunde, hier steckt so viel drin. So viele Menüpunkte, so viele Dinge, die man einstellen kann. Das ja überfrachtet einen regelrecht. Ich habe hier, gehen wir mal über die Punkte hier drüber. Also, wir haben einmal den Schalter hier, P, F und L. Damit kann man verschiedene Achsen etwas sperren, um verschiedene Aufnahmemodi hinzubekommen. Ihr habt einen extra Button, um die Videoaufnahme zu starten. Ihr habt einen extra Knopf, um Fotos zu machen. Ihr habt einen extra Knopf für den Verfolgungsmodus. Der ist ganz cool. Ich zeige euch den mal direkt. Der Verfolgungsmodus, den finde ich nämlich echt praktisch. Damit könnt ihr irgendwelche Objekte verfolgen, die dann vorher hier eingerastet werden. Und wir nehmen dafür einfach mal hier, na, wo ist er denn? Eine kleine Minifigur von Homer Simpson. So, Homer ist jetzt hier scharf gestellt, dann aktiviere ich einfach hier diesen Punkt auf dem Display und dann kann ich das Objekt, das verfolgt werden soll, hier einrahmen. Und ihr seht schon,
Er hat ihn erwischt und wenn ich jetzt hier drehe, dann folgt die Kamera unserem Homer Simpson nach rechts und nach links und egal wohin. Das funktioniert prinzipiell wirklich gut. Jetzt hat er ihn kurz verloren. Allerdings wird es manchmal ja etwas nervös, das Ganze. Ihr seht, wie er jetzt hier hin und her wackelt, obwohl ich nur eine Bewegung gemacht habe. Und eigentlich hat er ihn gehabt. Also es funktioniert manchmal gut und manchmal kriegt er hier immer noch diese Wackelattacken. So, jetzt hat er sich wieder beruhigt. Da ist der Homer wieder und ich kann wieder ein bisschen hin und her bewegen. Also ist eine nette Funktion, aber funktioniert noch nicht so ganz perfekt. Jetzt seht ihr, was er hier wieder rumwackelt. Naja, also das ist, sagen wir mal, nett, aber noch ausbaufähig, diese Funktion. Und dieser Knopf hier, der ist dafür da, um die Funktion des Drehrades hier ändern zu können. Auch das ist eine richtig coole Sache. Ihr könnt nämlich hiermit einmal die Schärfe oder den Fokus einstellen. Das kann man so, glaube ich, ganz gut erkennen. Also wenn ich jetzt hier unten am Rädchen drehe, sehen wir, wie hier der Fokus dann verstellt wird von hier unten Makro zu weiter Entfernung. Und dann sieht man hier auch wunderbar in dem Sucher, wie es so scharf wird. Oder wenn ich jetzt hier zurückdrehe, wie dann das ganze Bild unscharf wird. Also hier kann man wunderbar dann etwas mit dem Fokus spielen. Das ist eine schöne Sache. Wer irgendwelche schönen Effekte haben will, wo langsam scharf gezogen wird, der kann das hiermit steuern. Und das Rad, das hat hier eine Gummierung und lässt sich wunderbar drehen. Also da eine sehr schöne Funktion. Und wenn ich dann hier unten auf den Button einmal drauf drücke, dann ändert sich das Ganze. Und wenn ich jetzt am Rad drehe, dann habe ich hier die Zoom-Funktion dran. Ja, dann kann ich hiermit einfach rein und raus zoomen. Also das kann man sich aussuchen, ob man dort eben die Fokusfunktion haben möchte oder den Zoom, den man hier wunderbar sanft, ja und wie der Name das sagt, smooth bedienen kann. Also das macht dann dieser Button hier. Dann haben wir oben noch ein Drehrad. Damit können wir zum einen durch die ganzen Menüpunkte hier durch navigieren. Ihr seht, das Menü ist hier auf dem Display und wenn ich hier unten am Rad drehe, dann kann ich hier ganz wunderbar schnell und einfach da durch navigieren. Ich habe aber auch noch 4 belegte Ecken, also 1, 2, 3, 4 mit Funktionen. Hier kann ich einmal, also hier einmal auf die Frontkamera umswitchen. Wenn ich das mal mache, dann könnt ihr mich hier sehen, wie ich am Filmen bin und ich drücke nochmal zurück und wir sind wieder auf der Rückkamera. Hier mit dem Button komme ich in das in die Bibliothek rein, sehe alles, was ich schon aufgenommen habe. Auch eine schöne Schnellstartfunktion. Dann einmal auf die rechte Seite, auf den rechten Button gedrückt. Dann kommen wir hier in den Menüpunkt, wo wir die Belichtung einstellen können. Und noch einmal haben wir diesen Punkt hier oben und wenn ich den mal drücke, dann kommen wir hier in das Menü rein, wo wir die Auflösung festlegen können. Also die Videoauflösung 720p, 1080p bis zu 60 Frames per Second, 4K 24 Frames und 4K 30 Frames können wir hier auswählen. Und dann ganz skurril, hier in der Mitte haben wir den Blitz. Wenn ich den drücke, Moment, ich drehe mal eben das Ganze. Übrigens, das Ausrichten, ihr habt gesehen, ich habe jetzt hier eben den Gimbal gedreht und hier bleibt natürlich das iPhone in dem Fall genau in der Position. Und wenn ich das neu ausrichten will, dann drücke ich einfach einmal hier unten auf den Trigger und dann dreht sich das Ganze dann wieder in die Ausgangsposition. Also, wenn ich jetzt hier auf den Blitz drücke und den gedrückt halte, dann wird hier mein Blitz aktiviert, also mein Licht. So kann man ganz schnell mal das Licht ein- und ausschalten. Das sind echt coole Funktionen, Freunde. Es ist natürlich ein bisschen unübersichtlich am Anfang. Da denkt man, meine Güte, so viele Knöpfe, so viele Funktionen. Aber der große Vorteil ist, man muss nicht jedes Mal in das On-Screen-Menü reingehen und sich dann dort durchklicken, wenn man in bestimmte Funktionen rein möchte. Ja, das kann eben hier so ein bisschen flotter gehen, das Ganze. Dann haben wir hier nochmal einen Button für das Menü. Ihr seht das, wenn ich den drücke, dann wird hier das On-Screen-Menü eingeblendet. Und man kann natürlich auch hier über das Touch-Bedienfeld dann durchgehen und alles Mögliche einstellen. Gehen wir gleich nochmal drüber, was es da alles gibt. Gleichzeitig ist das hier auch der Zurück-Button, wo man immer wieder aus dem Menü auch rauskommt. Und dann haben wir hier noch die Display-Anzeige. Da kann ich also hier die zusätzlichen Anzeigen, hier ISO-Wert und so weiter, Weißbalance, alles ein- und ausblenden. So, das waren jetzt schon mal hier die Grundfunktionen, die wir physisch an dem Gerät dran haben. Gehen wir mal in die Menüstruktur rein. Also ich drücke hier auf das Menü. Wir gehen es echt nur kurz durch. Ganz hier vorne haben wir die verschiedenen Kameramodi. Standardmodus, 180 Grad Panorama, 3x3 Panorama, Multi-Expo, Langzeitbelichtung, Zeitlupe, Zeitraffer. Ganz cool, Bewegungszeitraffer.
Das ist eine tolle Funktion. Mit Bewegungszeitraffer könnt ihr einzelne Punkte festlegen, die abgefahren werden. Ihr könnt einstellen, wie lang der Zeitraffer gehen soll, wie schnell die Bewegungen sein sollen, wie lange verharrt werden soll und, und. Damit kann man ganz, ganz tolle Effekte machen. Also könnt ihr eine tolle Zeitrafferaufnahme machen, inklusive einem Schwenk dazu. Und das werden richtig tolle Aufnahmen. Also man legt einfach nur die Punkte fest, Startpunkt, Endpunkt und wenn man möchte noch dazwischen ein paar Zwischenpunkte, geht auf Start und der Rest wird hier vom Gimbal erledigt. Ganz, ganz tolle Funktion, die finde ich super. Dann haben wir hier noch Vertigo. Vertigo ist auch so ein Effekt, da kann man festlegen, wie der Fokuspunkt sich verändern soll. Also man legt das vorher fest, zum Beispiel wie von scharf zu unscharf gezogen werden soll. Dann startet man das Ganze und dann wird das dann nach und nach so wie eingestellt, dann quasi durchgezogen. Und ihr habt dann so diesen Vertigo-Effekt, dass dann die Schärfe sich ändert. Auch da kann man verschiedene Punkte festlegen und dann einfach eine Videoaufnahme draus machen. Sehr schöne Sachen sind das, aber besonders toll finde ich hier den Bewegungszeitraffer. Dann könnt ihr hier den Blitz einschalten. Natürlich, ihr könnt hier eine Verzögerung machen von bis zu 10 Sekunden für eine Selbstauslösung, HDR einstellen. Dann hier die Auflösung kann man natürlich justieren und es gibt so viel, Freunde, das hier erschlägt einen total. Mir war das echt ein bisschen zu viel, so auf Anhieb. Ich habe da reingeguckt und dachte, oh Gott, was kann man denn da alles einstellen? Aber ich sag mal, man muss ja nichts verändern großartig. Im Prinzip für die üblichen Basics reicht, wenn man hier die Modi einstellt, was man genau drehen will, wie man drehen will und vielleicht noch die Auflösung. Alles andere kann quasi der Pro-Nutzer dann noch nutzen oder man fuchst sich da nach und nach rein. Hier kann man nochmal wählen zwischen Laufen und Sport für ganz schnelle Bewegungen. Wir haben hier verschiedene Filter, die angewendet werden können, eine ganze Menge. Und in den Einstellungen gibt es sogar, natürlich, es ist ein chinesisches Produkt, ein Beautycam-Modus, damit man noch ein bisschen schöner aussieht. Ja, das sind so die Grundfunktionen, Freunde. Und ich habe jetzt sehr viel drüber gesprochen, was das Ding kann. Schauen wir uns mal an, wie die Bilder dazu werden. Dazu bin ich einfach mal hier draußen rumgelaufen, habe eine Aufnahme gemacht mit dem iPhone 7 auf dem Smooth 4 Gimbal und die andere Aufnahme rechts, das ist die von meinem iPhone 10. Und dann bin ich hier mal entlang gelaufen und das iPhone 10 stabilisiert ja schon ganz gut, aber man sieht ganz deutlich den Unterschied. Mit dem Gimbal ist das quasi ja fast Kinoqualität. So sanft sind die Aufnahmen, so gut werden die Erschütterungen beim Gehen ausgeglichen. Das ist echt eine ganz tolle Sache. Auch hier, wo ich jetzt die Treppen hochlaufe und dann ganz oben noch auf den Hügel klettere. Ihr seht, das sieht alles echt sehr gut stabilisiert und sehr ruckelfrei aus. Und damit bekommt man ganz, ganz tolle Aufnahmen hin. Und die Bedienung, sobald man sich da mal ein bisschen reingefunden hat, geht echt leicht von der Hand. Da braucht man gar keine Angst zu haben. Und allzu schwer ist das Teil für seine Größe auch nicht. Man kann auch über Kopf filmen, so dass man das Ganze, den ganzen Gimbal einfach rumdreht, ihn über dem Kopf hält und so zum Beispiel seitlich neben sich halten kann, um ganz dicht über dem Boden Aufnahmen zu machen, die auch echt super aussehen. Also ihr seht, wie ich hier durch das Gras durchfahre. Das sieht echt klasse aus. Oder auch gleich seht ihr noch eine Aufnahme, wo ich an den Enden vorbeigegangen bin, ganz nah und hatte den Gimbal da immer so seitlich neben mir liegen. Also ihr seht schon, man kann da richtig kreativ mit werden und ganz, ganz tolle und vor allem sehr gut stabilisierte Aufnahmen mitmachen. Also ich bin sehr angetan von dem Gerät, wobei ich einen kleinen Kritikpunkt habe und das ist ja die Ergonomie, denn der Griff hier, der könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen ergonomischer sein. Der ist nicht so bequem zum Halten. Also wenn man den länger so hält, da der doch sehr eckig und kantig ist, wird das irgendwann ein klein wenig unbequem, aber es geht auf jeden Fall. Und wenn ich hier gerade am Griff bin, ihr habt eben schon mal kurz gesehen, dass ich hier hinten den Trigger habe, also einmal noch einen Schalter, der nach unten und nach oben betätigt werden kann. Und die haben jetzt zwei Funktionen, die Schalter. Zum einen, wenn ich ja hier den Gimbal drehe und ich will, dass hier alles wieder auf Startposition kommt, dann drücke ich einmal hier hinten drauf und er wird sofort nochmal ausgerichtet. Zum anderen, wenn ich jetzt nicht möchte, dass hier jedes Mal beim Schwenken das Smartphone nicht mitgeht, so wie hier, dann kann ich hier hinten einfach mal den Knopf gedrückt halten und wenn ich dann schwenke, dann geht das Smartphone hier mit, so leicht verzögert, damit das Ganze auch schön sanft vonstatten geht und man kann dann hier wunderbar seine Aufnahmen machen. Und das geht eh wunderbar, Freunde. Das Ding stabilisiert richtig, richtig gut. Also das macht Spaß, damit zu arbeiten. Und hier mit diesen beiden Buttons könnt ihr eben verschiedene Achsen nochmal sperren. Einmal, dass hier im Prinzip komplett alles gesperrt ist. Das heißt, dann haltet ihr das Ding hier gedrückt
und das ist total gelockt und stabilisiert einfach nur. Oder bei dem anderen Modus, da schwenkt es dann noch ein bisschen mit. Ihr seht, hier habe ich es jetzt so gesperrt, dass wenn ich runterkippe, das Smartphone auch direkt nach unten filmt. Und wenn ich die andere Funktion mal auswähle, dann wird einfach hier trotzdem etwas mit nach unten gegangen, aber mit Zeitverzögerung. Ja, also es gibt hier viele Möglichkeiten. Das Einzige, was mir fehlt, was hier nicht funktioniert, ist, dass man hier die Ausrichtung irgendwie mit einem Drehrad drehen kann. Das heißt, dass ich jetzt hier zum Beispiel nach rechts drücke und dann wird nach rechts geschwenkt oder nach links, nach oben und nach unten. Die Funktion, die hat der Gimbal hier einfach nicht. Ansonsten ist hier echt alles dran, was man sich so wünscht. Aufgeladen wird das Teil hier über den USB-C-Anschluss an der Seite. Wie gesagt, 12 Stunden Akkulaufzeit. Und da euer Smartphone so eine lange Akkulaufzeit nicht hat, gibt es hier noch eine weitere, sage ich mal, halbgar gut gemachte Möglichkeit. Lasst mich kurz suchen, wo ist es denn? Da ist der Anschluss, denn wir haben hier noch einen Micro-USB-Anschluss dran, direkt hier, wo das Smartphone befestigt wird. Und damit könnte man das Smartphone aufladen, wenn man dort ein Kabel anschließt. Aber ich bräuchte jetzt hier zum Beispiel ja ein Micro-USB-Kabel, das auf Lightning geht. Habe ich noch nie gesehen. Kann man natürlich mit Adapter arbeiten, aber ja, das ist ein bisschen schade. Micro-USB als Ausgangsquelle, um ein anderes Gerät aufzuladen, das ist eher unglücklich. Da hätten sie besser irgendwo hier so einen richtigen USB-Anschluss noch eingebaut, hier am Griff, wo man dann sein ganz normales Ladekabel anschließen kann. Aber mit Adaptern ja, kann man es halt irgendwie managen, dass dann hier noch das Smartphone mitgeladen werden kann. Und somit hat man eine längere Zeit, wo man hier Aufnahmen mitdrehen kann mit diesem Gimbal. Also Leute, ein tolles Teil, wirklich sehr viele gute Funktionen, sehr viele Funktionen hier mit dem Drehrad, die ich so noch nirgends gesehen habe. Die Stabilisierung, die ist echt gut. Das Tracking, das Motion Tracking, da müssten Sie nochmal ein Software-Update drüber laufen lassen. Das wird mir einfach zu nervös. Ansonsten, tolles Ding, sehr schöne Aufnahmen. Wer also besonders nette Aufnahmen machen will mit seinem Smartphone, tolle Kamerafahrten irgendwie realisieren möchte oder auch automatisiert irgendwelche Kamerafahrten programmieren will über Zeitraffer, das ist das Teil für euch. Dafür ist der Smooth 4 hier echt bestens geeignet. Preislich ändert sich gerade ein bisschen. Ich habe das Teil gekauft für 150. Aktuell ist es für 129 schon erhältlich bei Amazon. Ich verlinke euch das natürlich hier unten in der Videobeschreibung, Freunde. Dort könnt ihr euch den Gimbal direkt mal anschauen und ausprobieren. Und vielleicht geht der Preis ja noch ein bisschen runter. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall die 129 Euro, würde ich sagen, ist das Ding hier absolut wert. Schönes Teil. Echt schönes Teil. So, und ich glaube, ich habe alles gesagt. Habe ich was vergessen? Lass mich überlegen. Nö, ich glaube nicht. Also, schönes Ding. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Freunde. Das ist schon was, wo man sehr, sehr viel erklären kann und sehr viel reden kann. Deswegen vergebt es mir, falls ich doch irgendeinen Punkt vergessen habe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es eben hier unten in die Videokommentare rein. Ich werde mich dann bemühen, die Fragen noch zu beantworten. Aber mehr fällt mir jetzt auf Anhieb nicht mehr ein. Ich schalte nochmal die Stabilisierung an. Wupp. Und er richtet sich jetzt gleich aus. Na komm schon. Da hat er es. Wunderbar. Und könnte jetzt hier sofort weiter filmen. Also Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Cooler Gimbal, Preis ist in Ordnung, Leistung ist in Ordnung, Akkulaufzeit top und ja, wieso nicht, kann man machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir, Apple Cat. Macht's gut!